So, da sind wir wieder bei Child of Light. Und erstmal muss ich mich wohl entschuldigen, dass ich so eine lange Pause bei dem Spiel gemacht habe. Was aber schlicht und ergreifend daran liegt, dass ich einfach keine Zeit hatte, das weiterzuspielen. Und dann kam irgendwie noch Watch Dogs dazwischen, was ich übrigens auch gerne Let's Played hätte, aber aufgrund von zu langsamen PC, und dabei ist er eigentlich schon relativ schnell, einfach nicht gecaptured werden kann. Jedenfalls nicht auf den Grafikeinstellungen, wo ich es gespielt habe. Und darunter wollte ich es halt gar nicht spielen. Also ich möchte halt schon so hoch wie möglich spielen. Ich konnte halt... Ist ja auch egal. Jedenfalls, ja, das ist halt so der Grund. Also ich hatte erstens keine Zeit, zweitens kam noch ein anderes Spiel dazwischen. Und dann musste natürlich auch Breath of Fire noch hochgeladen werden. Also es hat ja auch ein bisschen Zeit gekostet, das Ganze. Wobei Breath of Fire jetzt... habe ich jetzt 100 Folgen im Kasten und ja, ob das alles schon hochgeladen, da muss jetzt nicht mehr so viel gemacht werden. Das Spiel ist fast abgeschlossen, sage ich mal. Also fast heißt, ist schon noch, also es werden schon noch, glaube ich, 20, 30 Folgen mehr, aber vielleicht noch ein bisschen weniger. Ich weiß es halt nicht genau, aber das wird sich halt zeigen. Jedenfalls sind wir jetzt hier und ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir stehen. Wir sind, glaube ich, hier bei den Personen stehen geblieben. Genau, bei Gen, ja. Darf ich deine Flügel berühren? Dann werde ich sicher einen Schauder verspüren. Ja, gut. Werdet ihr auch gut aufpassen? Sicher, ihr könnt euch darauf verlassen. So. Ja. Aurora ist jetzt ein bisschen erwachsen, ne? Genau. Und wir sind jetzt hier und ich weiß gar nicht genau, was wir hier machen wollen. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Upsala. Egal. Eingesammelt. Eingesammelt. So. Oh, jetzt kann man hier wohl noch reingehen. Wie gesagt, wir spielen dieses Spiel nicht zu 100% durch. Wenn ich was finde, nehme ich es nebenbei mit. Oh, der sieht böse aus, du. Der bewacht noch eine Kiste. Oh, unaufhaltsam Elixier. Und Angriff. Ich hätte ihn eigentlich blenden können. Egal. So, machen wir doch mal gucken. Sternlicht alle. Lichtstrahl. Lichtstrahl alle. Dann blenden wir den aber. Ne, den nicht. Aber den müssen wir, glaube ich, ein bisschen blenden. Handeln. Kategadi-Spalter. Alle. Aber der ist zu schnell. Kleine Drecksau. Ah, der zaubert nur was. Okay. So, erster ist down. Kann man den genug slauen, dass wir den vielleicht noch überholen? Ja! Und da machen wir... das. Ist auch noch gelähmt, sehr gut. Müsste aber auch mal bald sterben. Ganz schön viel aus der Brocken durch. Der will einfach nicht aufgeben. Ach, geht doch. So, da mal wieder ein paar Stufenaufstiege. Und auch eine Rubin gefunden. Okay. So, dann wollen wir erstmal gucken, ob wir hier Level verteilen können überhaupt. Da können wir einen Punkt geben. Das war's. So, wen haben wir noch? Ihn hier. Kostet ist zu teuer. Schade. Dann haben wir ihn hier natürlich. Das ist ja auch schon fast fertig da. Ah, da haben wir zu wenig Punkte für. Schade. Dauerhaft um 1 brauchen wir jetzt gerade nicht wirklich. Weniger Schaden durch einen körperlichen Angriff. Hey. Nee, wir wollen erstmal das hier, glaube ich, verbessern. Deswegen sparen wir den Punkt mal auf. Mein Vati erzählte Katagida Geschichten. Einmal einen zu treffen hätte ich niemals gedacht. Wir dienten in der Königinnengarde. Seid geöffnet die Spalte und... diese Reime. Seid geöffnet die Spalte und sie an der Macht. Ihr seid Aerostati, nehme ich an. Und lebt in einer Ballonfrau wie Mann. Euer Clan hat unsere schwebende Festung erbaut.
Ihr Krieger seid uns immer willkommen. Ein Kartegida nennt uns Krieger? Fati würde aus dem Mantel fahren. Oder aus der Haut. Das ist halt, also ich finde die Übersetzung von dem Spiel ist total schlecht gelungen. Ich habe mal letztens ein paar Videos zu der englischen Version angesehen, das flutscht da besser. Wesentlich. Mit den Reimen. Das hätte besser sein müssen, oder man hätte vielleicht auf die Reime verzichten müssen und dafür eine vernünftige Story-Erzählung. Aber gut. Wer bin ich? Ich darüber urteile. So, da haben wir noch einen Gegnerlein. Da haben wir noch ein bisschen Wash, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Da haben wir noch eine Kiste. Beschleunigungselixier. Wir sind ja bisher sowieso sehr sparsam, was Elixiere angeht. Naja, wir trainieren mal noch ein bisschen. So, dann machen wir mal wieder Handel. Alle. Handel. Und alle. Ne, machen wir mal das hier. Verspotten. Verwundbar schlecht. Sehr gut. So, der hat jetzt gespottet. Autsch. So, gut, dass beide vorher dran sind. Dann kann ich mich jetzt mit der hier wieder schön durchzaubern. Und mit ihm kann ich dann jetzt den Spalt darauf alle beide machen. Es tut wieder weh. Handeln. Alle. So, sollte auch bald vorbei sein, dass die beide tot. Ich muss einen von denen. Alle sind beide hinüber, okay. Kümmern wir hier noch was ein. Und da haben wir wieder Level-Ups. Herr, Land auf, Land ab. Ihr Schrecken verbreitet. Auf eurer Seite zu stehen, mir Sorge bereitet. Nehmt ihr die Maske beim Schlafen ab? Niemals, ich geschlafen hab. Ich bleibe wach, mache nie schlapp. Okay. Machst du also nie schlapp? Interessant. So, das hier kann ich sogar noch lernen, sehr gut. Und du kannst jetzt das lernen. Sehr gut, levelt ganz schön schnell, muss ich sagen. Jo, noch ein Schadenselixier. Aurora, was ist das, Prinzessin? Ganz einfach, die Tochter einer Königin, Ignoculus. Ein Pferdchen, warum lässt du mich hier in der Luft? Ich dachte, ich hätte ihn gefunden, den Weg heim. Oh, ich hatte Angst. Manchmal wächst man auf sich gestellt, ganz allein. Und ein Antidot. Bin mir nicht sicher, ob wir da hin... Ja, wir werden uns das Pferdchen mal gleich genauer angucken. Da können wir rein. Er ist ein Monster, okay. Ui, drei Stück. Okay. Handeln, Sternenlicht, Bolle. Handeln, Katgadi-Spalter, alle. Oh, das macht kaum Schaden. Kontert magischen Angriff, Tempo erhöht. Ach, ich habe den Kakao-Spalter nicht auf alle gemacht, verdammt. Ausgewichen, sehr gut. Machen wir mal. Tja, das bringt nichts. Schaden erhöhen, heilen, verteidigen. Machen wir mal den Schaden erhöhen von ihm. Dann müssen wir vielleicht ein bisschen slowen. Handeln. Alle. Ja, das macht Damage. Handeln, Hieb. Oh,
Und Hieb. Ja, der ist hinüber. Passt. Jo, wieder Level up. Für Aurora. Und für ihn, und für ihn, und für ihn. Und ein Saphir. So, du kämpfst mit Tränen in den Augen. Freust du dich nicht, die Welt zu entdecken? Zu viel sah ich bereits von ihren Schrecken. Oft wünsche ich, ich könnte mich ins Bett im Bett verstecken. Sahst du auf deinen Reisen das mir fehlende Stück? Zwecklos auf deiner Suche hast du gewiss kein Glück. So, dann machen wir hier. Also ich bin super lange und viel, habe ich so das Gefühl, in den Talentbäumen drin. Das ist unglaublich. Das da hier. Da haben wir noch einen Punkt, den wir vergeben dürfen. Ah, nee, doch nicht. Warte mal. Hier, er hat noch einen Punkt. Ah, der kostet 2, okay. Wer hat noch einen? Er. Ja, machen wir mal den da oben, wenn wir das uns leisten können. Dann können wir uns nicht. Gut, dann lassen wir das erstmal. Und gucken mal, was hier drin ist. Die Höhle. So, was haben wir denn da? Okay. Der Wind ist aus. Und wir haben scheinbar nur begrenzte Zeit, weil sonst würde mir das Geräusch da keinen Sinn machen. Boah. Okay. Fehler. Hier lang. Da, ach, come on. Weiter geht's. Da hoch. Haha, bin hochgekommen. Nur noch gegen den Wind. Hoffentlich sind wir schnell genug. Oh oh. Nein! Machen wir echt etwas. Oh. Ja gut, ich habe aber auch gefailt, wie blöde. Machen wir gleich nochmal. So, jetzt wissen wir ja, wie es geht. Runter da. Runter da. So, da hoch. Und runter. Und hoch. Und runter. Und da runter. Und hoch. Komm, 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 komm. Hoch. Jawohl. Ah, jawohl. Und hoch. So, jetzt haben wir es aber locker geschafft. So, gucken wir, was es hier gibt. Ungeschliffene Saphire, dreimal. Geschliffene Amethyst. Und ein starker Zaubertrank. Dann haben wir hier ein Rädchen, was wir drehen können. Dann geht die Türe natürlich auf. Dann können wir hier raus. Juhu. Alles klar. Schauen wir mal weiter. Ist das ein Schrein oder dergleichen? Vielleicht dient er als eine Art Zeichen. Also ich glaube, da hat jetzt auch gerade gesprochen. Ich glaube, die Schreine sind einfach so Safe Points des jeweiligen Levels. Kann das sein? Oh, guck mal, da oben ist was. Fragezeichen Nummer 11. Bekenntnis. Bekenntnis 11. Das müsste das hier sein. An Herrn Elme, vertraulich. Ich habe heute zum ersten Mal in meinem Leben in einem Fluss gebadet. Ich bin untergetaucht, um meine Haare zu waschen. Und als ich wieder auftauchte, blickte ein kleines Wesen, nicht größer als ein Hase, auf mich herab. Herauf. Herauf? Das soll doch bestimmt herauf heißen, oder? Oder herab. Lieber Übersetzer, das müsst ihr euch nochmal anschauen. Es hatte sich auf dem Wasseroberfläche niedergelassen und ich dachte immer, in Manhattan wäre das Wasser hart. Dieser Ort ist zauberhaft. Ich schätze, ich sollte mich daran gewöhnen, denn langsam glaube ich, dass ich nie mehr den Weg zurückfinden werde. Ich hoffe, sie sind irgendwo dort draußen. Sophie Ashton Ellis. Okay. Das war jetzt Glück, dass ich das gefunden habe, weil ich halt nach oben geflogen bin im richtigen Moment. Hier ist auch nur noch Wasser, oder? Hm. Da haben wir wieder ein Monster. Das machen wir auch mal kaputt, denke ich. Weil...
Braucht man vielleicht ein bisschen XP. Ich fand die einen Bosskämpfe doch ein bisschen hart. So, Handel. Alle. Handeln. Schaden erhöhen. Ouch. Ouch. Da muss ich mal spotten, aber trotzdem angegriffen. Coole Sache. Sternlicht alle. Handeln alle. Ja, man macht so Vöglein relativ viel Damage. Und da, oh, hier ist er gelähmt. Sehr gut. Gefällt mir. Jetzt kann ich hier angreifen. Tschüss. Und das war's. Das ging ja flott. Und dann mal ein paar Level-Ups wieder. Glühwurm-Elixier. Ich bewundere eure Stärke. Welch Kompliment, wie ehrenvoll. Von einem harten Kerl wie euch. Leider fehlt mir ein Teil. Ich suche es. Wie toll. Innerlich sind wir unvollständig. Das ist unser Wesen. Perfekt seid ihr nicht dafür, aber frei. Es gibt kein Teil. Geht's denn noch schlimmer? Dann wird die Suche ja für immer. Ja, er will halt sein Herz wahrscheinlich. Anders kann ich mir das nämlich nicht erklären, wovon der da die ganze Zeit redet. Kann ich da oben hoch? Nee. So, da hätten wir auf jeden Fall nochmal was. Links zum Prinzianerdorf, ja. Da haben wir ein Monster, da haben wir eine Höhle. Da haben wir nochmal ein Monster. Oh, da haben wir noch eine Truhe oder sowas. Ungeschliffener Saphir. Gucken wir uns das mal an da. So. Was ist denn das? Es wird auf jeden Fall stark bewacht. Ungeschliffener Smaragd. Und den machen wir mal auch kaputt. Jo, wo haben wir denn da? Handel! Sternlicht, alle! Oh, müssen den Vogel verlangsamen. Der ist mir zu schnell. Alle! Was geht jetzt eigentlich? Aber... ja, da müssen wir verteidigen. Ausgewichen, sehr schön. So, handeln. Schaden erhöhen, zack. Handeln. Ja, der ist relativ schnell, der Vogel da, ne? Probieren wir es trotzdem mal. Gut, hat geklappt. Ja, es wird nichts. Ah doch, verarscht. Ja, er wird unterbrochen. Schade. Dann machen wir hier jetzt nochmal eine Verteidigung. Ja, der ist zu schnell. Auch mal verteidigen. Ah, der macht ja keinen Angriff, sondern erhöht nur den Tempo von ihm. Schade, dass ich darauf reingefallen bin. So, der Vogel ist erstmal hinüber. Und dann ein Kategida-Spalter. So. Ich rede die ganze Zeit falsch aus. Sprich die ganze Zeit aus.
Na, ich kann nicht mehr reden. Na, na, stieß mal einen Stief. Du hast die 36. Na. Mann, gibt's doch nicht. Mein Deutsch, du. So, das wollen wir einsammeln, ja. Ist übrigens Sackgasse, hier geht's nicht mehr weiter. Alles klar. Das heißt, wir müssen dann wohl da rein. Ah, oder wir finden da noch was. Yay! Aber die Sternstaub, das schlucken wir jetzt mal wieder alle. Jo, hat schlucken gesagt. So, zack, 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 zack. Er wirbt die Laterne, ja. Findet die Sonne, die darin versunken. Da müssen wir mal gucken, wo wir die dann nachher herkriegen. Und da müssen wir natürlich noch Level-Ups verteilen. Ah, da können wir nicht, da haben wir nicht genug Punkte für. Gucken wir mal hier. Das funktioniert. Das funktioniert. Das ebenfalls. Du hast einen Punkt, der reicht nicht. Du brauchst zwei. Du hast einen Punkt, brauchst auch zwei. Einen Punkt, hast null Punkte. Gut, dann lassen wir das. So. Was sagt denn die Zeit? Ja, wir sollten bald aufhören. Gucken aber mal noch, was hier so vorkommt. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Das kann ich schieben. Okay, aber für was? Das ist hier die Frage. Oh, da war noch ein Kampf. Ich würde sagen, nach dem Kampf beenden wir auch die Folge und gucken wir uns das hier mal an, was hier passiert. Handeln! Und zwar verstärkt Schaden erhöhen. Zack. Handeln! Alle. Jo, du musst verteidigen. Was war das jetzt? Sammelt Kraft. Ah, die sammeln Kräfte. Okay, dann machen sie im nächsten Runde halt wesentlich mehr Schaden, ja. Handeln! Lichtstrahl alle. Handeln! Alle! Down! So, haben wir ein paar Level-Ups. So, dann lernen wir auch direkt mal hier. Zack, gelernt. Können wir nicht. Zack, gelernt. Hat kein Level-Up. Er hat noch einen Punkt, kann aber nicht verwenden. Er hat zwei Punkte, können damit das lernen. Sehr gut. So. Seht nur diese leuchtende Zweige. Zahlen, Ignoklus. Zahlen nach Lateinisch. Wozu sind sie gut? Damit wird die Vergangenheit bewahrt. Lateinische Zahlen, ja. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Was könnte das denn hier bedeuten? Muss ich das mit Licht machen wieder? Ah ja. So. Okay. Oh Gott, wie soll das denn funktionieren dann auf der Entfernung? Ich glaube, das Rätsel machen wir noch die Folge. Das heißt, ich muss das Zeug ja irgendwie runterschubsen wahrscheinlich, weil sonst geht das ja gar nicht. So, schön nach unten mit dir. Da unten sehe ich jetzt leider gar nichts. Egal. Das reicht erstmal so. Schieben wir mal den anderen noch unter. Weil das wird eine übelst lange Folge, wenn ich da jetzt nämlich nicht beeil. Zack, runter mit dir. Zack, runter mit dir. Hoffentlich mache ich hier jetzt nichts Falsches. So. Und dann da rein mit dir. So, dann müssen wir mal eben kurz schauen. So sollte das eigentlich gehen. Er kommt nicht hoch genug.
Damn. Okay, dann muss das Zeug tatsächlich komplett runter. Machen wir das halt. Lalalala, wir schieben alles. Jo. Jo, einmal hier mit dem Licht bitte arbeiten. Zack. Und dann machen wir noch das und dann haben wir die Folge auch beendet. Also je nachdem, was danach passiert halt. Lalalalalala. Wir schieben die 13, wir schieben sie. Also was haben wir denn da für Zahlen? 8, 5 und 13. Okay. Wo musst du 13 überhaupt hin? Eine gute Frage, da oben. Okay. So. Na? Ich bewache die Tür mit Verlaub und dich schleudere ich in den Staub. Rück sie raus, die Bewohner, bist du taub? Die piskianischen Gnome bekommst du nicht. Ich fraß sie auf und dich trample ich nieder. Woho. Okay, ich würde sagen, das ist ein Bosskampf, den wir erst uns in der nächsten Folge angucken werden. Tut mir leid, Leute, aber die Folge geht zu lang sonst. Deswegen sage ich mal, ciao! Taste finden. Hier, tschüss. Nein, doch nicht. Das war das. Nee. Geht er hier. Tschüss.